Tja, der Skandal, die Korruption, der ganze Sumpf rund um das Thema der Impfdosen ist noch viel schlimmer, als wir je angenommen haben. Alle Details hierzu gleich direkt. Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder Warum Punkt Kritisch. Mein Name ist Lil. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es einen gewissen Streit zwischen der EU-Kommission auf der einen Seite und Impfstoffherstellern auf der anderen Seite. Und allen voran geht es um den Impfstoffhersteller Pfizer. Kurz zur Erinnerung, die EU hat zu Beginn der Pandemie insgesamt 4,2 Milliarden Impfdosen bestellt. Das hätte bedeutet, bei 470 Millionen EU-Bürgern, dass jeder EU-Bürger 9-mal hätte geimpft werden können. Tatsächlich verimpft wurden bisher allerdings 960 Millionen Impfdosen. Das heißt, ca. 3/4 der Bestellmenge wurde überhaupt nicht verimpft. Und wir wissen alle, viele EU-Länder waren gezwungen, die Impfdosen zu verschenken bzw. zu vernichten, weil der Impfstoff natürlich nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Und auch die Vernichtung von Impfdosen ist sehr aufwendig und extrem kostspielig, hatte ich auch schon mal in diesem Video erklärt. Und ob schon 3/4 der bestellten Impfdosen nicht produziert wurden, besteht Pfizer darauf, dass die EU gefälligst trotzdem die 3/4 nicht produzierten Impfdosen bezahlen müsse. Das war nämlich Bestandteil des Vertrages. Also mit anderen Worten, es wurde ein Vertrag unterschrieben, wo den Impfstoffherstellern auf jeden Fall zugesichert wurde, dass 4,2 Milliarden Impfdosen bezahlt werden, egal ob benötigt oder nicht. Also, wenn man keine Ahnung von Verträgen hat, dann sollte man sich vielleicht doch die ein oder anderen Anwälte hinzunehmen, die vielleicht noch eine Zusatzklausel hätten vermerken können. Nämlich, dass wirklich nur die Impfdosen bezahlt werden, die man auch tatsächlich benötigt. Aber das ist nicht geschehen. Und man muss sich wirklich die Frage stellen, war das Unwissenheit, also Dummheit, oder war das eine Form von Verschwendung, weil man unbedingt den Pharmaherstellern etwas Gutes tun wollte und ihnen 4,2 Milliarden Impfdosen bezahlen wollte. Unfassbar, oder? Wieso ist das Ganze eigentlich jetzt erst so massiv an die Öffentlichkeit geraten? Nun, es gab 4 EU-Staaten, die einen Brandbrief geschrieben haben, nämlich an die EU-Kommission, und gesagt haben, das kann nicht sein, wir brauchen diese Impfdosen nicht und wir möchten das auch nicht bezahlen. Zu diesen 4 EU-Staaten gehörten Ungarn, Polen, Bulgarien und Litauen. Und auch der 5. im Bunde, nämlich Österreich, diskutiert öffentlich diese Verträge und sagt, nein, wir möchten das auch nicht, wir sind da nicht mit einverstanden. Und einige investigative Journalisten haben natürlich auch Anfragen an Lauterbach und dessen Gesundheitsamt gestellt. Aber dort werden alle Anfragen nicht beantwortet, beziehungsweise es wird auf die Vertraulichkeit der Verträge verwiesen und man könne sich dazu nicht äußern. Das ist wieder Lauterbach und sein Ministerium. Wir hüllen uns in Schweigen. Irgendwann vergisst die Bevölkerung das sowieso schon wieder. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema der Vertraulichkeit dieser Verträge. Die Vertraulichkeitsklausel besagt, dass die Verträge geheim gehalten werden und wenn sie veröffentlicht werden, dann werden die entscheidenden Stellen geschwärzt. Auch darüber hatte ich in diesem Video schon einmal berichtet. Und es gibt mehrere Anwälte, die sind der Meinung, diese Schwärzung solcher Verträge seien rechtswidrig, denn die entsprechenden Passagen betreffen ja schließlich die Öffentlichkeit und von daher müssten diese auch veröffentlicht werden. Also was haltet ihr von dem Ganzen? Wie denkt ihr über die EU-Kommission? Ist das ein bunter Haufen von Unwissenden oder ist das eine Institution, die nicht in erster Linie die Interessen ihrer Bürger vertritt? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und freue mich über viele eurer Kommentare. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch eine gute Zeit und sag mal, bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.